Hallihallo, Hallöle, willkommen zurück zu Die Sims 3 in der Chaos WG um Kevin und Malte, unsere beiden Fälle für mitten im Leben. Ja, im letzten Part wurden wir ausgeraubt, schändlich und grauenhaft, und in diesem Part werden wir Malte erstmal hier die Macaroni mit Käse essen lassen. Njam, 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 oh, das gefällt ihm ja. So, und Kevin, der Gute, der muss sich ja für die Arbeit fertig machen. Hier das eingeschissene Klo, da pinkelt er nochmal oben drauf. Ich glaube, so viel Kacke kann da gar nicht drin sein. Ihr seht schon, das Klo sieht schon sehr verbeult aus. Das ist gar nicht... Oh, sieht das ekelhaft. Oh. Ugh. Sollte vielleicht auch mal abgezogen werden, das gute Ding. Naja. So, der Malte, der knallt sich hier erstmal die Macaroni mit Käse rein. Ja, genau. Nam, 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 nam. Erstmal schön in den Hals rammen, die alten Gammeldinger. Om nom 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 nom. So, und dann lassen wir ihn vielleicht noch eine Mülltonne ausräumen oder so. Nee, nee, wir schicken ihn in den Park schnorren, das können wir machen. Was hat er denn hier? Alte Zeitung ist ja gar nicht toll. Wollen wir hier erstmal in die Tonne treten hier. Genau. So, und Kevin, er muss sich ja für die Arbeit fertig machen. Und dem geht's eigentlich ganz gut. Der hat gute Laune, der hat auch Njam, 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 njam. So, Malte, du musst eigentlich wirklich mal ein bisschen aufräumen. Sauber lecken. Ja, lass uns das mal sauber lecken. Mmh, njam, 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 njam. Lecker. Lecker, lecker, lecker. Guck mal, das kannst du auch aufräumen. Und Kenny, was machst du? Nee, Kenny. Kevin. Du kannst hier noch ein bisschen zocken. Oh, du zockst doch nicht. Du gehst zur Arbeit. Haben wir doch zeitlich perfekt geschafft hier. Ja, genau. In die alte Zitrone hier. In das alte Gammelding. Los. Fahr mal los hier, Woods, und dann lässt du es hier auch mal ruhiger angehen. Genau. Das ist doch sehr schön. Malte wäscht hier einmal kurz ab. Und was hat er hier? Schmeckt nach Kühlschrank. Ah, es ist wirklich eklig, wenn Lebensmittel im Kühlschrank den Geschmack anderer Speisen annehmen. Mit einem qualitativ hochwertigen Kühlschrank gehst du diesem Problem aus dem Weg. Wegen Resten im billigen Kühlschrank. Hm. Ja, das ist wirklich bitter. Na gut. Wir machen erstmal weiter. Dem geht's ja eigentlich soweit ganz gut, dann kann er ja wirklich mal in den Park und ein bisschen Geld rumschnorren. So. Lad mal. Geh mal hier hin. Ich hoffe, er geht da jetzt auch in Unterhose hin. Das wäre nämlich sehr geil. Das würde ihm nämlich noch so ein charismatisches Pennergrinsen verleihen. Das wäre sehr schön. Los, los. Los, Malte, komm, beweg mal. Beweg mal deinen übergewichtigen Hintern. Ja, genau, mit dem Taxi hast du ja so viel Geld. So. Okay. Im Park angekommen. Was können wir denn hier machen? Was haben wir denn hier? Ein Kopfsalatsamen. Nee. Nee, nee. Gartenarbeit ist nichts für die, glaube ich. Kannst mal hier Frühstück servieren. Mh, lecker Hotdogs zum Frühstück. Ja, komm, das machst du mal. Hotdogs. Lecker Hotdogs servieren. Los, los. Komm, Malte. Da ist genau was für dich hier. Genau. Zauber mal die Würstchen aus deiner Arschritze. Da hebst du die ja immer auf. Und jetzt kommen die da lecker auf den Grill. Nam, nam, nam. Die sind bestimmt ganz, ganz, ganz lecker. Mh, ja, haben doch das richtige Aroma aus der Poporitze. So. Während er hier die Brötchen grillt, die Würstchen, sein Würstchen kommt da auch noch rauf. Und dann hat das auch ganz leckeres Käsearoma. So, Kevin lässt es ruhiger angehen. Sehr schön. Mal gucken, wie er es macht. Ja, das hält ihn schön runter. Da verdient er nicht viel mit. Malte ist natürlich immer noch arbeitslos. Arbeit ist ja auch nichts für den Guten hier. Der nimmt da jetzt erstmal ein Würstchen und... Ja, und... Oh, er hat's verbrannt. Versager. Ja, gut, jetzt hat er hier die alten Klumpendinger. Qualität normal. Hm. Ja, stell die mal hin und dann suchen wir uns ein Zimmer. Ah ja, die hier zum Beispiel. Begrüßen wir den mal. Belohnung für... Bleibe länger an der Arbeit, beziehungsweise zu deinen Kollegen. Ja, okay, mache ich. So, freundschaftlich begrüßen. So, das sind Gelegenheiten und Gelegenheiten kommen mal immer mal wieder. Und mit diesen Gelegenheiten kann man dann quasi seine Jobleistung verbessern oder sich ein paar Simoleons dazu verdienen. Die kommen halt immer wieder und sind ganz, ganz unterschiedlich. Man muss mal ein Buch lesen, mal irgendwo was machen, Spezial, Schnorrer, einen hohen Betrag schnorren. Hast du geil ganz viel Geld für mich, so batzenweise? So ganz, ganz viel? Nee, nee, das, ich hab kein Geld, weil, oder doch? Nein? Nein, hast du nicht?
Dann gib mir einen Bericht gegen. Was hast du ein Simoleon für mich? Weil ich brauche Simoleons, weil guck mich an. Ich muss mich doch von irgendwas ernähren. Dankeschön. Ja, drei Simoleons. Das kannst du noch mal hier anmachen. Ich habe hier eine Filmrolle zu Hause. Die habe ich aus dem Kino geklaut. Und nein, nicht, doch nicht. Spezialschnorrer. Schnorren wir uns noch ein bisschen Essen. Hast du ein Kotelett mit Karotten und Salat? Das ist voll lecker. Das esse ich echt gern. Und so fett wie du bist, kann ich mir was aus dir rausschneiden. Ja, das kannst du gern machen. Was hast du jetzt? Dosensuppe. Dosensuppe. Yam, yam, yam. Hey, wo hat er denn den Laptop her? Den will ich auch haben. Das ist die Vita Alto. Die gute Vita. Grüß mir doch mal freundschaftlich. Yam, yam, yam. Du kleckern wir erstmal auf den Laptop so von hinten. Yam, yam, yam. Voll hygienisch und so. Lass mal die ekelhafte Dosensuppe jetzt da stehen. Du hast wirklich genug. So. Jetzt begrüß sie mal, die alte Zippe. Komm, begrüß die alte Zippe. Ja, genau. Oh, jetzt hat sie den Laptop weggeräumt. Den hätte ich geklaut. Komm, Vita hier. Vita. Na? So, jetzt haben wir ihn schon mal begrüßt. Genügsam. Stubenhocker, Schnorrer. Ein geringen Betrag, Schnorrer. Hast du auch ein bisschen Geld für mich? Denn ich komme nicht gut über die Runden. Ich finde nur andauernd Plutonium und Diamanten, die ihr reichen dekadenten Saftsäcke wegwirft. Und dann brauche ich Geld von euch. Ja, zwei Simoleons. Schnorrer, einen hohen Betrag. Schnorrer, mal gucken, was er sagt. Ganz viel Geld, ganz, ganz viel Geld. Ganz, ganz, ganz viel Geld, weil Geld. Ja, natürlich. Ich habe ganz viel Geld für dich. Habe ich ja im Arsch. Das wächst, das scheiße ich ja. Oh, 20, nicht schlecht. Können wir uns noch was? Nee. Komm, wir sorgen jetzt uns jetzt noch ein bisschen über Geld. Genügsam über Geld sorgen. Nur Geld, 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 Geld. Immer nur Geld. Alle Leute geben mir Geld und ich weiß nicht, wohin damit. Meine Hosentaschen. Oh, ah, sie ist ein Snob. Ah, freundlich über Lieblingsfernsehshows reden. Ich habe überall Smileys geklebt. Ja, die habe ich auf dem Herzen. Ja, ein ganz schrecklicher Arztbefund. Ich werde dran sterben. Und dann war ich in der Badewanne und da bin ich selten. Merkst du ja, riechst du ja. Ja, ja. Okay, alles klar. Von der haben wir genug geschnorrt. Dann kann Malte... kann Malte immer machen. Kinder belästigen in der Schule? Nein, 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 nein. Das kann Malte nicht machen. Malte kann mal hier hin... Genau, hier kann Malte mal hingehen. Alles klar, Malte hat uns ja hier schon ganz, ganz viel zusammengeschnurrt. Das nächste Mittagessen ist aufgrund von Malte sicher. Sind wir ganz stolz drauf. So, er macht hier lange, lange Überstunden. Das ist ein bisschen bitter, aber ihm geht's ja immer noch sehr gut. Er lässt es ja auch ruhiger angehen, ne? Was haben wir denn hier? Ja, Jobleistung. Genau, Malte nimmt sich erstmal wieder das fette Taxi. Ist ja alles in Ordnung. Das kann er ja mal machen. Vielleicht trifft er ja auch seine Bekanntschaft Blair da wieder. Nachdem er hier mal die Mülltonne durchsucht hat. Komm, durchsuch mal die Mülltonne. Das machst du ja gern. Hier riecht's noch lecker drin. Nam, 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 nam. Nam, 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 nam. Lecker, lecker. Macaroni mit Käse von gestern. Nam, 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 nam. Lecker, lecker, lecker. Was haben wir denn da noch? Kotze. Wow, das hat nicht gut geschmeckt. Bläh. Ja, das ist vulgär. Aber jetzt haben wir noch so ein schönes, schönes Schaumbad. Das können wir bestimmt auch verticken oder so. Ja, das ist nicht hygienisch, aber das stört den Malte mal so überhaupt gar nicht. Was will er denn mit dem Lebenswunsch? Ein professioneller Autor will er werden. Ja, da geht es ihm auch gar nicht gut dabei, aber das ist so lecker. Da kann er nicht widerstehen in der Mülltonne. Was haben wir denn schon im Inventar? Ah, Müll, wie schön. Das kennst du ja. Oh, Malte. Nam, 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 nam. Friss mal die Mülltonne leer, so wie so ein Waschbär. Nam, 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 nam. So, was haben wir denn hier, Alter, überhaupt für einen Haushalt? Die haben einen Pool, wie schön. Ja, das wird ja jetzt noch nicht gut dargestellt. Ah, ja. So, das ist schön hier. Die haben aber eine wirklich schöne Bleibe, du. Die haben bestimmt auch was Schönes in ihrer Mülltonne. Nicht wahr, Malte? Mülltonne? Na? Alte Zeitung? Ja. Nee. Kram da nochmal was Brauchbares raus, so Essen oder so? Nam, 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 nam. Ach, zwei Schaumbäder, wie schön. Ja gut, Malte, dann geh mal nach Hause. Hock dich mal vor die Glotze oder so. Oder eine Party, du kannst eine Party veranstalten. Das ist bestimmt geil. So, dann gehen wir mal erstmal nach Hause.
So, da leben wir ja in dieser wunderschönen kleinen Butze. Ich habe übrigens auch schon eine Idee, was ich hier mit dem ganzen Geld mache, wenn ich jetzt diesen Diamant zurückkriege. Ich kaufe mir nämlich mal so eine Rostlaube, die macht sich hier bestimmt auch extrem geil. Ich finde es aber schön, wie viel Müll in diesem Vorgarten liegt. Wirklich toll. Das ist sehr schön. Komm, Malte, komm, Nein, du bestellst dir erstmal eine Pizza. Das ist doch was. So, wo ist das Telefon? Da. Dienste anrufen. Bestell dir mal eine schöne Pizza. Und, ja, genau. Leg das mal irgendwie dahin und noch mehr Schaumbad dahin. Pizzaservice. Anrufen. Danke für deine Starten. Bestellung. Wir werden die Pizza so schnell wie Siegerrückgang. möglich beliefern. Ah, ich hab nämlich Hunger, weißt du, ich hab immer Hunger. So, gut, dann können wir mal hier eben die Post nehmen. Denn das, was er sich zusammengeschnurrt hat, das soll natürlich auch, ne? Soll auch, belohnt werden. Ich habe meinen begrabenen Fisch wieder bekommen und ich habe meinen pinken Diamanten im Smaragdschliff. Guck mal, hier können wir eben die Präsentation noch ändern und zwar Kissen. Oh, schön. Oh, jetzt haben wir da so ein kleines Diamantenkissen liegen. Das ist wirklich schön. Hier haben wir noch den pinken Diamanten. Müssen wir mal eben verticken. Gott, ey. Nee, nicht die Theke, nur den Diamanten. Oh, 1700. Krank. Und der hat nur 28. Ja, gut. Das ist egal. So. Gut, der Einbrecher hat uns ja letztes Mal so ein paar Kommoden geklaut und die wollen wir uns natürlich wiederholen. Kommode 1. Steinholzkommode. Ja, wir nehmen hier so eine alle alte gümlige. Das ist durchaus legitim für die beiden. So, dann werden wir uns jetzt mal ein Auto holen. Ach nee, Moment, das ist ja auch unter Kaufmodus. So eine alte Karre, da freut sich der Kevin. Ah nee, ich muss aber eh den Zaun abreißen. Ah, da, da. La 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 la, so. Der Zaun muss weg. Dann werden wir mal hier. So, jetzt gehen wir in den Kaufmodus. Legen mal kurz den Abfall zur Seite hier. Haben wir viel zu viel von. Ja, ekelhaftes Zeug. So, draußen. Auto, Transport. Autorastplatz. Moment. Der Abfall ist da noch. Sollte eigentlich passen. Brauchen wir ein bisschen nach hinten? Ach so, der Brombeer muss ja auch weg. Moment. Den können wir hier hinstellen. Oder da? Ja, genau. Nein, nicht das Große, nicht das Große. Ich wollte nur den Kleinen. Genau, das reicht. So, das können wir so machen. Dann werden wir es hier eben noch ein bisschen dekorieren mit einem schönen Bodenbelag. Zum Beispiel, verschiedenes. Was haben wir denn hier? Asphalt, Teer- und Schotterboden. Okay. Alles klar, so machen wir das. So ist das sehr schön. Dann sollten wir hier noch eben einen Zaun ziehen. Genau. So einen Gümligen. Dass jeder sieht, dass es hier unser Grundstück ist. Na, also nicht, dass hier irgendjemand hin wollte, aber. Denn man weiß ja nie. So. Das ist doch schon mal sehr schön. Sollten wir hier noch vielleicht eine kleine Begrenzung ziehen? Okay. Okay, dann können wir jetzt noch ein bisschen bepflanzen und dann sollte dieser Part auch schon beendet sein. So, hier ein Bäumchen hin, da ein Bäumchen hin. Ah, und wir kommen schon wieder in sehr große Geldnot. Das ist sehr schön. Und wir haben uns noch nicht mal ein Auto gekauft. Perfekt. So muss das doch sein. Felsen, Blumen. Ich muss hier echt mal gucken, dass ich mein Geld loswerde. Ach, wir können mal eben diese Stereoanlage hier verticken. So, ja, jetzt haben wir wieder Geld. Blabla. Brombeeren. So, dass da schön alles überwuchert ist. Das hat immer so einen sehr traurigen Charme. Jetzt können wir uns eben noch eine alte Karre kaufen. Olle Karre oder große Zitrone? Ach komm, wir nehmen uns hier mal die Zitrone. Die sieht auch schlimm aus. Haben noch 700 übrig. Was machen wir denn für die 700? Ach genau, man kann ja noch was aufs Dach legen. Es gibt ja jetzt auch Dachschmuck. Man kann hier zum Beispiel ein Dach, so ein Dachsims hinbasteln oder so einen schönen Wetterhahn. Genau. Genau. Ja, jetzt haben wir noch so einen Wetterhahn da oben drauf. Das ist ja schön. Ja. Sind wir doch gut von dem Geld runtergekommen, ne? Alles klar. Dann gehen wir jetzt mal wieder in den Live-Modus und gucken, was Kevin so, hat. Den Fisch können wir mal eben hier draußen irgendwo hinlegen. So, ja, ich habe einen Goldfisch gefangen. Bla bla. Okay, aber ich denke mal, das war's auch für diesen Part von Let's Play die Sims 3. Schön, dass ihr wieder dabei wart und ich hoffe, ihr hattet euren Spaß.
Bis zum nächsten Mal.